Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Extra Socked Minecraft. Und das nicht ganz alleine hier, sondern es ist noch mit dabei der freundliche Herr aus der Hölle, der Lucifer. Hallo Lucifer. Zeit. Mahlzeit. Ja, wir hatten ja doch schon so einige Themen hier auf dem Kanal gehabt und jetzt versuche ich eigentlich hier rauszukommen. Und das ist immer so die Situation, wo ich mich versuche zu konzentrieren. Und ich versuche mich zu konzentrieren übrigens, weil ich hier aus die Höhle kommen will. Ja, ist gar nicht so einfach, aus die Höhle zu kommen. Hier ist dieser eine Weg, aber wo ist der andere Weg? Hier kann ich gar nicht, ist ja dieser andere Weg. Ja, Sommer 2015 habe ich mir überlegt heute. Und zwar, der Luzi und Ika haben ein ganz großes Problem. Wir können uns aktuell nicht auf ein Sommerspiel so ein bisschen, ja, orientieren, was für ein Sommerspiel wir spielen. Und da seid ihr jetzt ein bisschen gefragt, um ein paar Anregungen zu machen. Also wir sind auch aktuell, was so ein Sommerteamspiel betrifft, auch ein bisschen betriebsblind. Ich hatte zum Beispiel in den Raum geworfen Forests. Ja, das war, was ich in den Raum geworfen hatte. Und der Luzi hatte, was hattest du in den Raum geworfen? Gar nichts. Gar nichts, okay. Da seht ihr, wie ratlos der Luzi ist. Der weiß da echt nicht, was er sagen soll. Und dann habe ich... Geil! Okay. Oh, ich kann endlich Lassos machen. Ich habe Blobs gefunden. Das heißt, ich werde diese Höhle noch ein bisschen weiter ausleuchten. Ich habe Blobs gefunden. Oh, ist das herrlich. Wir machen mal hier noch mehr Licht in die Höhle rein. Ja, Spiele für 2015 Sommer, genau, das war's gewesen. So, jetzt habe ich wieder den Faden beinahe verloren. Und zwar geht es darum, dass wir ein schönes Sommerprojekt wieder haben, so wie letztes Jahr eben halt mit DZ. Ja. Sollte also so auch, ja, sein, wo man auch mal vielleicht ein bisschen Ruhe im Moment hat. Jetzt sehe ich gar keine Fackel mehr. Und ja, wo man halt mal ein bisschen Smalltalken kann und ein bisschen dumm babbeln. Und jetzt habe ich den Weg gefunden, das ist sehr schön. Ja, sowas in der Richtung halt. Ja. Herrlich, ich habe Blobs gefunden. Luzi, was sagst du dazu? Pervers. Pervers, ne? Weißt du, was es bedeutet, Blobs, wa? Ich kann Lassos machen, ich kann Klebepistons machen. Alles sowas, ne? Das ist schon mal sehr schön, ja, ja. Da ist ja noch ein Spiel, ist da Schmucksack. Ich habe noch ein Spiel gesagt, was habe ich noch gesagt? Ark. Ach ja, Ark, genau. Aber da fand der Luzi nicht so doll, weil der Luzi hat gesagt, da tötet man ja nur Dinosaurier. Ja. Ja, das ist nichts Weltbewegendes. Menschen töten jeden Tag Tiere, deswegen muss man das noch virtuell machen. Da muss man das nicht virtuell machen, aber Menschen töten ja auch jeden Tag Menschen. Ja, da muss das man das auch nicht so machen. Aber nicht so schnell. Ach, Luzi. Ja. Also wenn man danach geht, dann darf man eigentlich gar nichts töten. Ja, dann darfst du aber gar kein Spiel mehr spielen. Ja, nee, nee, stimmt auch nicht. Nee, es gibt ein Spiel, Luzi. Das kannst du gefahrlos spielen, weil da kannst du nicht töten. Super. Und damit meine ich jetzt nicht Tetris oder Mau Mau. Nein, nein. Schon Spiele am Computer. Mit moderner Cry-Engine. Cry 3 oder Cry 4, keine Ahnung. Ja, Wander. Da kannst du wandern, da läufst du so rum. Also es gibt bestimmt einen Wander-Simulator. Das heißt... irgendjemand entwickelt. Ja, ja, das Ding heißt so, Wander. Ja, kannst schon. Du rumwandern. Nee, doch? Dann gehe ich aber raus, wenn ich wandern will, dann gehe ich raus. Dann gehst du raus? So richtig in der Natur und so mit Bewegen und so? Ja, natürlich. Jetzt bin ich dramatisch schockiert. Scheiße, ne? Ja, ja, das halte ich jetzt gar nicht aus. Sowieso nicht. Oh. Luzi macht Real-Life-Wandern. Ja. Das darf man sich mal so vorstellen.
Ja, als Berliner ist es sowieso unverständlich, weil ihr fahrt ja sowieso sogar für 5 Minuten fahrt ihr mit der U-Bahn. Bitte? Also von. Ja, es gibt Haufen von euch, also jetzt nicht. Hast ja Was? selber Was? schon Was? gesagt. Was? Was, Luzi? Was willst du jetzt sagen? Hast du auch selber schon gesagt, wenn Berliner nicht alles von Fußweg von 5 Minuten hat, steigt er in die U-Bahn, sagt er. Ja, habe ich das gesagt? Ja, dann ist es Ich für kann ihn mich schon jetzt zu gar nicht weit. daran erinnern, dass Ich ich kann mich das aber. gesagt habe. Das Dann. habe ich aber gesagt. Ja, du hast das gesagt, okay. Und ich habe das auch mitgekriegt. Ja, du hast das mitgekriegt, okay. Wer Da weiß, hast du was du mir ja auch dafür. gesagt. Ach, ich hab das doch gesagt. Ach ja, natürlich hast du das gesagt. Hat ich manchmal so sage, wenn der Tag lang ist. So, ich hab Blobs gefunden. Ich muss nochmal runter. Ich guck mal nach, ob ich nochmal Blobs kriege. Ich hoffe mal schon. Zumindest haben wir jetzt den Weg gefunden irgendwie. Ich hoffe, dass ich den Weg wieder runterfinde. Lops! Und danach müssen wir wieder Farm machen und dann baue ich auch wieder, fangen wir auch wieder ein neues Bauprojekt an. Aber noch bin ich ein bisschen heiß auf Höhle. Höhlen heiß. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch so einen Geheimraum finde, Luzi, weißt du? Halt, hier bin ich zu tief gewesen. Und in diesem Geheimraum hoffe ich dann auch mal Melonen zu finden. Weil wir haben jetzt schon fast alle Früchte, aber Melone fehlt noch. Kartoffel fehlt, glaube ich, auch noch, wa? Ja. Melone. Übrigens, Melone, Luzi. Ganz dramatische Frucht. Jut. Wassermelone oder Honigmelone ist doch. Boah, schon lecker, wa? Kann man schon so nehmen. So, jetzt bin ich hier immer vorbeigelaufen. Das ist dieser Weg. Das erkenne ich hier an diesem Teil hier. Da, das Ding. So, ne, irgendwo warten wir hier doch einen Blob hier. Wartet hier oder wartet woanders? Wenn es noch gescheite Wassermelone sind. Da fängt das Problem an mit der gescheiten Wassermelone. Ja, kann ich ja nicht in die Das Wassermelonen da. ist dann das Problem, was dabei existiert. Gescheite Wassermelone. Krieg doch mal hier in Deutschland eine gescheite Wassermelone. Dann musst du ja schon fast 1 Million rüberlegen. Eher kriegst du noch eine Honigmelone, eine gescheite. Hey, das kommt drauf an. Oh. Tja, Gesundheit. danke sehr. Mal sehen, ob noch gleich der zweite Nieser kommt. Ich habe meistens zweimal Niesen. Na? Kribbelt schon. Oh Gott, das ist schlimm, wenn es so kribbelt, weißt du? Man stellt sich drauf ein und irgendwie passiert nichts. Und er kribbelt und er kribbelt. Kribbelt. Naja, ich hoffe übrigens, dass ich noch einen Blob finde. Dass er auch noch kribbelt. Der Blob? Na, der darf ruhig kribbeln, der Blob, das ist in Ordnung. Vor allen Dingen darf der Blob erstmal gefunden werden. Ich mach mal hier überall noch ein paar Fackeln hin, immer so ein bisschen, immer so. Hier und da mal ein paar verteilt. Na. Weißt du, was mich ein bisschen verwundert, Luzi? Dass du ab und zu da bei Kerbal Space Program zuschaust und so. Wenn mir langweilig ist, dann schaue ich zu. Ja, obwohl dir der Weltraum als solches überhaupt nicht interessiert. Ja, Ja. aber ich habe was zu gucken. Du hast was zu gucken. Und für jemanden so, der sich dafür gar nicht interessiert, wie wirkt das Spiel? Halt ein Spiel, ne? Naja, ist halt ein Spiel, hä? Ja. Hat halt keine GTA-Grafik, wa? Naja, einfach nur so. Bessere Grafik. Grafik Engine. Naja. Nee, scheiße. Was sowieso. Naja. Das übliche Problem halt, weißt du? Schicke Grafik, aber kein Inhalt. Ja. Das ist aber oft leider so. Da hast du mal so ein Spiel und dann denkst du, wow. Und dann hast du leider nichts dahinter. Ja. Ja. Und irgendwie habe ich das Problem, dass ich hier keinen Blob kriege.
Ich will noch ein paar Blobs haben. Finde ich den Weg wieder nicht. Das kann nicht wahr sein. Irgendwo habe ich doch hier den Weg gehabt. Hier ist wieder Sackgasse. Boah. Wo ist der Weg? Hier ist schon mal ein großer Raum, aber das ist der nicht. Ist da lang? Nee, das ist er definitiv nicht. Okay, wo geht's hier hin? Hier sieht's wieder nach einem großen Raum aus. Ist er das? Das sieht nicht so aus. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Nö. Oh. Wo ist hier der große Raum? Ich will den nämlich noch vergrößern, weißt du? Um die Chance für Spawnings zu erhöhen noch. Aber hier finde ich den Raum nicht. Ey, das geht nicht. Jetzt habe ich mich total verlaufen, Luzi. Alter Falter. Wo geht's hier lang? Hier ist dick. Hier ist dicht. Dicht, dicht, dicht. Da geht's auch nicht lang. Da muss doch hier irgendwo lang gehen. Der war doch hier gewesen, der Weg irgendwo. Wir sind doch hier reingekommen. Das geht doch gar nicht. Irgendwo muss doch der Höhlengang hier sein. Mann. Da ist er auch nicht. Hier ist er nicht, da ist er nicht. Dort auch nicht. Hier? Auch nicht. Bäh. Werde ich ja alt und staubig bei. Was haben wir hier? Da ist er auch nicht. Da ist er nicht. Hier oben ist er auch nicht. Ah. Das war meine eigene Fußschritte. Ich habe mich gerade erschrocken. Hier, die Geräusche hier. Aber hier war es doch gar nicht. Ist doch hier dieser Wasserweg und... Hier ist es doch gar nicht. Hier kann es doch gar nicht sein. Hm. Ah, hier ist er. Die große Höhle. So, jetzt haben wir die große Höhle. Aber es ist kein Blob hier. Schade. Da ist der Ausgang. Das erkenne ich. Wir werden uns das mal so bauen, dass ich hier sauber durchkomme. Zum Ausgang. Okay. Und von hier kommen wir direkt in die Höhle. Es ist doch hier die Höhle gewesen, wa? Ja, war sie. Das heißt, wir werden das hier mal ein bisschen vergrößern. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal Blobs kriegen. Das heißt, wir groppen mal hier alle draus. Hey, wir groppen das hier alle draus. Wir machen die Höhle groß. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal ein bisschen Blobse bekommen. Ist ja so ein Blob am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Altbekannte Weisheit. War Luzi? Hab ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Ja, jetzt schon. Mal sehen. Hier und da ein bisschen ausbuddeln. Dann habe ich hier auch nochmal Kohle. Luzi, ich habe Kohle gefunden. Glückwunsch. Sogar ein bisschen mehr Kohle. Das sieht sehr schön aus. Also mit Kohle kann ich was anfangen. Oh, Kohle. Herrlich. Haufen Fackeln machen. Ich werde auch nochmal einen Haufen Fackeln brauchen, weil ich werde nochmal, glaube ich, eine richtige fette Höhlentour machen. Weil ich muss ja noch Melone finden, weißt du? Dazu brauche ich einen Secret-Raum. Und die gibt's ja unterirdisch. Weißt du? Und da muss ich sie halt finden. Juhu, da sieht's ganz schick aus. Hier höre ich schon wieder Lava.
So, die ist kaputt. Das heißt, wir kloppen mal hier mal eine Fackel rein. Das ist die Fackel hier leer. So, kloppen wir hier nochmal eine Fackel rein. Oh, herrlich. So, Fackel, Fackel. Fackel, 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 Fackel. Ja, wir machen das hier schön hell. Theoretischerweise müssen dann hier so langsam Blobse kommen wieder. Aber irgendwie kommen keine. Schade. Gut, wir machen erstmal den Aufnahmestopp und dann sehen wir mal in der nächsten Folge weiter, ob ich ja nochmal weiter buddel oder ob ich dann ganz anderen Weg laufe, um halt ja, Secret zu finden. Na, ihr versteht schon, was ich meine. In dem Sinne, euch allen, ja, angenehme Tage. Bleibt soweit gesund. Hier sehe ich nochmal Kohle. Bleibt soweit gesund und ja, lasst euch nicht ärgern. Nicht von der FIFA, nicht vom Blatter. Nicht vom G7-Gipfel und vor allen Dingen nicht von über 25 Grad. Dagegen gibt es ein leckeres Eis, sollte man essen. Schmeckt lecker, ist gut. Manchmal, wenn man es auch richtig nimmt, sogar gesund. Also, ciao, ciao und bye, bye. Mahlzeit.